So, mach noch mal ein neues auf und dann können wir ja mal noch kurz irgendwie das zweite Beispiel diskutieren. Also, du hast jetzt eine Quelle. Hoch gedacht, ich weiß es nicht, ob macht Sinn oder nicht. Ja, das werden wir gleich sehen. Eine Quelle, ein Widerstand in Reihe. So, und dann gibt es noch ein Widerstand und eine Kapazität. Das können wir uns auf jeden Fall auch mal überlegen. So, und dann gäbe es jetzt vermutlich vielleicht irgendwie hier noch einen Schalter, ja, hier oben an der Stelle, dass man halt sagt, ich schalte das da ein. Machen wir mal so. Also R1, R2, ein C. Und eine feste Spannungsquelle UQ. Und gegenüber der Schaltung, die wir jetzt gerade vorher betrachtet haben, wäre jetzt einfach nur der zweite Widerstand dazugekommen. So, wenn man das jetzt so auf dem klassischen, ich sag mal, Prüfungsklausurweg machen würde, würden wir wieder Maschensätze aufschreiben, Knotensätze aufschreiben und UI-Beziehungen aufschreiben. So, wie viele Maschen brauchen wir hier? Zwei Stück. Ja, wir könnten halt zum Beispiel eben sagen, dass das hier der vollständige Baum ist, der halt alle Knoten miteinander verbindet. Und dann könnten wir diesen vollständigen Baum eben einmal über diese Masche hier schließen. Und sagen, UQ, wenn wir den Schalter schließen, sollte genauso groß sein wie UR1 von T plus UR2 von T, wenn ich die jeweils in die Richtung so einzeichne. So, und in der zweiten Masche, der hier hinten. Ja, es ist ja ein bisschen so eine Pseudomasche, können wir halt sagen, okay, UR2 von T sollte genauso groß sein wie UC von T, wenn ich UC von T in diese Richtung einzeichne. Ja, so, und als Knotensatz sagen wir, nehmen wir den Strom halt hier mal I1 von T und den Strom, der hier fließt, IC von T. Und den Strom, der durch den Widerstand R2 fließt, vielleicht I2 von T. Ja, dann, wie wäre dann der Knotensatz? E1 von T ist gleich E2 von T plus E7. Genau. So, und dann bräuchten wir noch die Stromspannungsbeziehungen an den Bauelementen. Da wäre es jetzt so, dass an den Widerständen eben wieder gilt, UR1 ist R1 mal I1 von T und das gleiche gilt halt auch für R2 und R2 und I2 und IR1 von T, das ohmsche Gesetz andersrum aufgeschrieben ist, UR1 von T, ich weiß nicht, ob ich hier noch ein von T ergänze, geteilt durch R1 und das gleiche gilt halt auch für R2 und R2 und R2 hier. Ich glaube hier, das habe ich ja gar nicht IR genannt, sondern nur I. So, und an der Kapazität wissen wir schon, ist halt besser, wenn wir das irgendwie so hinschreiben, IC von T ist C mal DUC von T nach DT. So, und jetzt können wir da wieder scharf draufschauen und sagen, bisschen kompliziertere Schaltung. Ja, wir haben ja jetzt zwei Maschensätze und einen tatsächlich irgendwie sinnvollen Knotensatz. Deswegen haben wir auch fünf Unbekannte. Nee, eigentlich haben wir sechs Unbekannte. Ja, wir haben drei Spannungen und drei Ströme. Und wir haben auch sechs Gleichungen, nämlich 1, 2, 3.
Hier sind sozusagen 4 und 5, ja, weil wir die ja, also das ist zwar jeweils hier die gleiche Gleichung, aber wir haben hier einmal für den ersten Widerstand und einmal für den zweiten Widerstand und wir haben eine sechste Gleichung. So, also haben wir jetzt ein Gleichungssystem mit 6 Gleichungen, 6 Unbekannten, aus dem wir jetzt irgendwie eine Differentialgleichung formen müssen. So, ich würde halt sagen, wir machen mal im Prinzip gleich Trick 17 und setzen halt hier unten in diese sechste Gleichung, schreibt man die 6 hier vor, in die sechste Gleichung setzen wir gleich mal in die zweite Gleichung ein. Dass da steht C mal d u r 2 von t nach dt zum Beispiel. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was wir halt ausrechnen wollen. Oder wir lassen das uc, was wollen wir denn ausrechnen? Was wollen wir uns mal als, also vielleicht sagen wir wieder hier, das uc von t, das wollen wir wissen. Das wäre ja ganz gut vergleichbar zu dem, was wir vorher gemacht haben. Ja, dann, ja, weiß nicht, dann sollten wir die auf jeden Fall stehen lassen. Jetzt wäre es halt wahrscheinlich schlau, diese Sachen wieder in den Knotensatz einzusetzen. Also, ich nehme mal hier das Gelb, das sieht man nicht so stark. Also das vielleicht mal hier einzusetzen und hier einzusetzen und das von hier unten würde ich jetzt mal so probieren, dort einzusetzen, in diese Ströme. So. Also steht halt da, aus dem Knotensatz würde sich dann ergeben UR1 von t durch R1, das ist der Strom I1 von t. So, das sollte genauso groß sein wie UR2 von t. Für UR2 setze ich gleich jetzt mal UC von t ein. Ja, UC von t durch R2 plus, genau, das, was da unten steht, C mal DUC von t nach dt. So, dann stell fest, also die Gleichung, die haben wir jetzt benutzt, die kann ich mal wegstreichen. Die haben wir auch benutzt. Die beiden haben wir im Prinzip auch benutzt. Die hier unten haben wir auch schon benutzt. Hier, die hier oben fehlt uns noch irgendwie. Ja? Und die hilft uns auch noch, das UR1 zu ersetzen durch UQ minus R2, so wie wir es beim letzten Mal schon gemacht haben. So, und um das jetzt zu machen, also wir stellen jetzt halt diese blaue Gleichung wieder nach UR1 um. UR1 von t ist UQ minus UR2 von t und UR2 von t setze ich gleich wieder UC von t ein. Und das nehmen wir jetzt eben und setzen das hier oben in das ein. Und damit das einfacher ist, multiplizieren wir das R1 gleich wieder auf die andere Seite erstmal. Ja. So, sodass da halt steht und übrig bleibt, UQ ist gleich, oder machen wir es mal stückchenweise, UQ minus UC von T ist gleich R1 durch R2 mal UC von T plus R mal C mal die UC von t nach dt. Und ich hätte da schon gleich wieder UC Punkt schreiben sollen, um das ein bisschen abzukürzen. So, und den Teil hole ich auch wieder rüber. Plus UC von t. Ja, so. Und dann stellen wir fest, da jetzt gut, dass wir das vorherige Beispiel so ausführlich besprochen haben, weil das sieht ja jetzt fast so aus wie vorher. Also wenn ich das jetzt mal nochmal ordentlich aufschreibe, steht halt da UQ ist gleich R mal C mal DU C von T nach DT. Ja, plus, so, und wir haben hier einen Term mit UC und wir haben hier einen Term mit UC. Also können wir das UC ausklammern und dann steht halt da 1 plus R1 durch R2 mal UC von T. So, und dann stellen wir fest, das ist jetzt im Prinzip fast genau das Gleiche, was wir hier haben, bloß dass hier halt nicht eine 1 davor steht, ja, sondern ein 1 plus R1 durch R2. Aber ansonsten ändert sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel. So, naja, gut. Und ich meine, jetzt können wir das halt einfach so weitermachen. Ja, also wir wissen wieder, unser Ansatz
wäre wieder eine E-Funktion. Also UC von T wäre K mal E hoch Lambda T. Das hatten wir ja schon mal. Das UC Punkt von T wäre K mal Lambda mal E hoch Lambda T. Das hatten wir auch schon mal. Das setzen wir jetzt in unsere homogene Differentialgleichung erstmal ein. Dann steht da R mal C mal Lambda plus, das ist hier hinten, ne? Also, oder ich schreibe es mal vernünftig auf. R mal C mal K mal E hoch Lambda T. So, und hier hinten steht 1 plus R1 durch R2 mal K mal E hoch Lambda T. So, wir können wieder durch die E-Funktion kürzen. Wir können durch das K teilen, weil die jeweils nicht 0 werden. Richtig? So, und können das nach dem Lambda umstellen. Und dann steht halt da, Lambda ergibt sich aus minus 1 plus R1 durch R2 durch, ach so, und was war das hier eigentlich für? Das war ein R1, ne? Das, was ich hier vergessen habe zu schreiben. Also R1 mal C steht dann unter dem Bruchstrich. So, naja, und jetzt kann man sich überlegen, ob man das noch irgendwie ein bisschen hübsch machen kann. Ja, also da kommt ja jetzt halt irgendwie sowas raus wie minus 1 durch R1 mal C. Minus, hier kürze ich das ja 1 weg, 1 durch R2 mal C. Oder vielleicht kann man das auch irgendwie so schreiben als minus 1 durch C mal 1 durch R1 plus 1 durch R2. So, und 1 durch, also ich sag mal so, wahrscheinlich, ich guck mal gerade nicht, dass ich mich jetzt hier gerade vertue, aber sollte eigentlich so passen. Ja, so. Das, was hier steht, ist ja im Prinzip 1 durch R1 parallel R2. Ne? Also am Ende kommt da halt, kann ich das so auch aufschreiben als minus 1 durch R1 parallel R2 mal C. Also vorher bei der anderen Aufgabe war das Lambda einfach 1 durch R mal C. Ja, hier ist es jetzt, bei der Aufgabe ist das halt ein 1 durch R1 parallel R2 mal RC. Ja, hier oben, finde ich, sieht man das jetzt nicht so richtig. Also wenn man das jetzt mal ausrechnet, den Bruch, ja, den Summanden durch den Nenner, den Summanden durch den Nenner, kürze ich das ja 1 weg an der Stelle, dann kann man das 1 durch C ausklammern. Und das sieht halt schwer nach der Parallelschaltung aus. Also wenn ich jetzt mal hier eine graue Probe hintermache, ja, dann kann ich doch die Parallelschaltung auch wieder so, also ich schreibe mal das Minus ab und den Bruchstrich ab. Ja. Und das C. So, die Parallelschaltung kann ich doch auch ausrechnen aus R1 mal R2 durch R1 plus R2. Über dem Bruchstrich steht R1 plus R2. So, und wenn ich jetzt das mal versuche, hier sozusagen irgendwie zu rechnen, ja, also R1, also ich muss ein R1 unterm Bruchstrich überbehalten. Das sagt ja halt hier irgendwie diese Gleichung. Ja? So. Und das R2, das versuche ich jetzt hier oben rauszukürzen. Also ich schreibe Minus ab, ich schreibe den Bruchstrich ab, ich schreibe das R1 und das C ab. So. Und hier oben kürze ich jetzt. Wenn ich R2 durch R2 kürze, bleibt da eine 1 über. Wenn ich R1 durch R2 kürze, bleibt da R1 durch R2 über. Und das ist genau das, womit wir hier mal angefangen haben. Ja? Also das passt. Also hier steht jetzt halt die Parallelschaltung von beiden mal C. So, ansonsten hat sich jetzt nicht viel geändert an dem Kochrezept-Lösungsweg. So, was war der nächste Schritt? Der nächste Schritt war partikuläre Lösung.
Die Lösung der inhomogenen Differentialgleichung. So, die partikuläre Lösung ist die UC dafür, dass die Zeit gegen unendlich geht. So, was passiert? Ich mache den Schalter zu und warte sehr lange. Auf welche Spannung ist der Kondensator irgendwann aufgeladen? Na, also hier haben wir, das könnten ja wieder 9 Volt sein. So, und jetzt mache ich den Schalter zu und warte lange ab. Was ist die Endspannung, die der Kondensator erreicht? Das ist, wir sind parallel an das, was Kondensator hat RS2-Out. Genau, also der Kondensator wird auf die Spannung aufladen, die über dem Widerstand R2 irgendwann mal anliegt. So. Und wenn der Kondensator vollständig aufgeladen ist, das sieht man hier unten irgendwo, dann ändert sich ja die Spannung nicht mehr. Ja? Wenn sich die Spannung nicht mehr ändert, ist der Strom durch den Kondensator halt 0. So, das heißt, den gesamten Strom, den diese Quelle macht, der fließt halt einfach hier in diesem Kreis. Der fließt nur noch über die Widerstände. So, und wie kriege ich jetzt in dem Fall die Spannung über den Widerstand raus, wenn der Strom einfach nur noch hier fließt? Also mit Maschinen. Ja, und noch, wie geht es noch viel einfacher? Was suchen wir? Strom oder? Die Spannung über diesen Widerstand. Einfach OK minus. Ja, aber da muss ich ja erstmal den Strom hier wissen und den ausrechnen. Mit die R1 plus R2? Ja. Die gesamte R-Berechnung, gesamte Impedanz? Ja, gesamten Widerstand. Noch einfacher. Ich habe eine Spannung, die teilt sich auf 2 Widerstände auf. Also Spannungsteilerregel. So, und die lautet dann wie? OS2 ist gleich OQ mal S2 durch S2 diese. Genau. So. Und das ist auch schon im Prinzip der ganze Zauber. Und jetzt können wir halt damit eine Gesamtlösung hinschreiben. Die wäre UC von T die wäre halt die Lösung der homogenen Gleichung, das wäre wieder das K mal E hoch Lambda T, das Lambda ist mir jetzt zu lang, um das hier abzuschreiben, ja, plus das hinten R2 durch R1 plus R2 mal UQ. So. Und jetzt wissen wir wieder, dass zum Anfang, haben wir jetzt irgendwo hier hingeschrieben, aber dass wir halt wieder diese gleiche Anfangsbedingung haben, UC von 0 soll 0 sein. Ja, und können halt sagen, okay, wenn ich das wieder in die Anfangsbedingung einsetze, UC von 0 ist K mal E hoch 0 plus diesen Spannungsteiler. Also dann muss das K halt wieder genauso groß sein wie das. Ja, so. Und das heißt, wenn ich das jetzt mal, daraus folgt halt, aus dem folgt, das K muss halt wieder genauso groß sein wie minus R2 durch R1 plus R2 mal UQ. Und das heißt, da kann ich meine Gesamtlösung jetzt draus schreiben, UC von T wird halt sein, dass R2 durch R1 plus R2 mal UQ mal 1 minus E hoch minus T durch R1 parallel R2 mal C, Klammer zu.
Naja, weiß nicht, ob das jetzt verschwunden, ob das wieder auftaucht. Ja, so ein bisschen. Das Zeichenprogramm ist nicht das Allerbeste. So, das ist jetzt die Lösung. Ja? Und also das Kochrezept bleibt das Kochrezept, ich mag ja diese Kochrezept-Sachen nicht, aber das Kochrezept bleibt das Gleiche. Ich schreibe Maschensätze auf, schreibe schon Spannungsbeziehungen auf. Dann kommt ein Gleichungssystem mit vielen Gleichungen und hoffentlich genauso vielen Unbekannten raus. Dann muss ich da mit dem scharfen mathematischen Blick draufschauen und daraus irgendwie eine Gleichung basteln mit einer Unbekannten. Ja, das haben wir hier halt hier oben gemacht. Wenn das Tool denn irgendwie so vernünftig will, ich mache mal eine neue Seite und gehe mal wieder zurück. Das hier oben war die, nee, hier hat es noch zwei Unbekannte gehabt, das war die Gleichung mit einer Unbekannten. Dann habe ich die Differentialgleichung, dann suche ich mir einen Ansatz, das ist meistens eine E-Funktion, setze den Ansatz in die homogene Differentialgleichung rein, kriege halt das Lambda raus. Wir haben jetzt immer noch eine Differentialgleichung erster Ordnung, kriege ich ein Lambda raus. Wenn ich eine Differentialgleichung zweiter Ordnung hätte, würde ich da zwei Lambdas rausbekommen. Weil dann, ne, hier ist ja so, dass hier rechne ich ja praktisch eine Nullstelle von einer linearen Funktion aus. Eine lineare Funktion hat eine Nullstelle. Wenn ich eine Differentialgleichung zweiter Ordnung habe, dann taucht hier auch irgendwo mal ein Lambda-Quadrat auf, dann rechne ich sozusagen die Nullstelle von einer quadratischen Funktion raus. Und eine quadratische Funktion, genau, hat irgendwie zwei Nullstellen, braucht man halt PQ-Formeln und so, kommen da zwei Lösungen für das Lambda raus. Ja, und dann hätte ich halt dementsprechend hier unten auch einfach zwei Terme, also ein K1 mal E hoch Lambda 1 mal T plus ein K2 mal E hoch Lambda 2 mal T. Ja, dann habe ich zwei Ks, die ich noch bestimmen muss. Ja, und die zwei Ks kriege ich halt dann raus aus der zweiten Anfangsbedingung. Wir haben jetzt, weil wir eine Differentialgleichung erster Ordnung haben, haben wir immer nur eine Anfangsbedingung. Ja, wenn ich zwei Speicherelemente hätte, wenn ich jetzt irgendwo hier noch, keine Ahnung, ein L hätte in der Gleichung, dann könnte ja zum Beispiel die Anfangsbedingung an der Induktivität sein, dass dort der Strom 0 ist zum Anfang. Zum Beispiel, ja. Geht auch mit zwei Cs. Aber es kann sein, dass die zwei Cs natürlich so miteinander wirken, dass da eigentlich eine Differentialgleichung erster Ordnung wieder rauskommt. Das hängt jetzt so ein bisschen von der Schaltung ab. Aber es geht auch mit zwei Cs. Ja, so, aber im Prinzip, das Schema bleibt das gleiche. Ich gucke mir diese partikuläre Lösung an, die macht das, was für lange Zeiten ist. Dann nehme ich die Lösung der homogenen Gleichung, die partikuläre Lösung, packe die zusammen. Dann sind diese Ks noch das zu bestimmende, die kriege ich aus den Anfangsbedingungen raus. Und dann habe ich halt eine Gesamtlösung. So, dann können wir das Gleiche jetzt nochmal in LTSpice machen. Ich speichere mal das einmal kurz aus dem vorherigen Beispiel ab und nenne das mal irgendwie RC-Glied. Ja, und lass das mal nochmal simulieren und speichere mal auch kurz hier einmal die Plot-Settings ab in einem beliebigen Ordner. So, und baue jetzt in der Schaltung, ich mache die mal wieder ein bisschen größer, baue mal in der Schaltung hier noch den zweiten Widerstand mit dazu, in R2. So, und dem geben wir jetzt mal, weiß nicht, einfach wäre, wir geben dem mal 2 Kilo Ohm. Ja, sonst kommen da vielleicht irgendwie komische Sachen bei raus. Aber passt, glaube ich, ganz gut. So. Also jetzt können wir uns, bevor ich jetzt auf Simulieren klicke, ja, können wir uns zwei Sachen überlegen. Nach dem, was wir uns jetzt schon sozusagen vorüberlegt hätten. Oder aufbauen auf dem, was wir schon gemacht haben. Wenn ich jetzt diese Funktion wieder plotte, grafisch darstelle, was sollte da rauskommen? Was sollte da passieren? Das ist auf jeden Fall wieder eben. Also es sollte im Endeffekt genauso aussehen wie vorher. Ja. Ich zeichne mal wieder so eine Funktion, wie das sozusagen vorher war. Also vorher, das war die Spannungsachse, das war die Zeitachse. So. Und vorher stieg diese Spannung auf 9 Volt an.
macht irgendwie sowas. Das war sozusagen die alte Lösung. Die ging halt hier auf 9 Volt. An der Achse war das UC von T und das ist die Zeitachse. Und dann hatten wir gesagt, da wo die Tangente die Asymptote schneidet, so hatte ich das ja vorhin gemacht, ne? Da wo die Tangente die Asymptote schneidet, hier an dem Punkt, da ist halt ungefähr eine Zeitkonstante um. Da war Tau und das Tau ergab sich aus R oder in dem Fall jetzt eben R1 mal C, wenn man das mit der alten Schaltung vergleicht. Ich mache mal das Einzelklammer. Das war R mal C. So, das war das von der alten Schaltung ohne den Widerstand R2. Was sollte sich jetzt ändern bei der Formel? Also sollte sich auf jeden Fall Tau ändern, weil Tau ist ja jetzt R1 parallel R2 mal C. So, eine Parallelschaltung von zwei Widerständen ist von der Größe her im Vergleich zu dem Einzelwiderstand ist kleiner, ja. So, sollte kleiner sein. So, also wenn diese Zeit halt hier, wenn diese Zeitkonstante kleiner wird, was heißt das für diesen Graphen, für dieses Diagramm? Das sollte einfach schneller gehen. Ne? Also das sollte ein bisschen sozusagen hier rüber wandern. So. Und dann, was macht dieser Faktor davor? Genau. So, ich rechne den mal aus hier. Also 2 Kilo Ohm durch 3 Kilo Ohm macht halt 2/3. Und wenn wir das Ganze nochmal 9 Volt rechnen, dann kommen da halt 6 Volt raus. So, also das sollte nicht mehr auf 9 Volt ansteigen, sondern halt nur noch auf 6 Volt. Ja, und das sollte aber ein bisschen schneller gehen. Also auf 6 Volt ansteigen würde ja heißen, das geht irgendwie nur so hoch und jetzt geht das aber ein bisschen schneller hoch. Also schneidet die Asymptote halt vielleicht eben schon hier. Also eigentlich sieht das halt so steigt das so ähnlich an hier vorne, geht aber nicht ganz so weit hoch. Ne? Also die Asymptote ist halt ein bisschen eher. Vielleicht sollten wir in AT-Spice halt auch einmal mal das alte und das, also den alten Plot halt speichern. So. Also ich sag mal, das müsste vielleicht irgendwie ungefähr so aussehen. Ja. So. Also gucken wir mal in dem AT-Spice. Ich mache jetzt mal Trick 17 und kopiere mal die Schaltung und setze die halt mal nochmal daneben. Jetzt müssen wir das doppelte Kommando hier weglöschen und müssen das mal irgendwie hier nennen, UC alt. Und hier den R2 wieder wegtun. So. Ja, also wir haben jetzt eine alte Schaltung, die alte Schaltung und die neue Schaltung. Und ich klicke mal, ich speichere das mal als Save RRC-Glied, weil wir jetzt irgendwie zwei haben oder was auch immer. Und klicke mal auf Simulieren. So. Und dann ist das die alte Spannung, die auf die 9 Volt ansteigt. Und das ist die neue Spannung, die halt nur noch auf 6 Volt ansteigt. Und aber im Prinzip irgendwie hier am Anfang ähnlich steil ansteigt, aber halt nicht ganz so hoch geht. Eigentlich wunderschönes Ergebnis. Ja, so. Und das Gleiche könnte man jetzt vermutlich auch noch mal hier in dem Octave machen. Ich speichere das mal auch einmal neu ab als RRC-Glied. Ja, und jetzt müssten wir uns halt noch mal im Prinzip diese Formeln hier so ein bisschen neu überlegen. Dafür zeichne ich unten am besten die Schaltung noch mal einmal neu hier ein. Nehmen wir noch wieder eine dritte Folie. Also ähm,
Wir hatten die Quelle, wir hatten den Schalter, den wir dann geschlossen haben, den Widerstand, der da auch schon vorher da war, jetzt neu diesen zweiten Widerstand, der parallel ist zu dem Kondensator, um den es eigentlich geht, und den Kondensator an sich, und das ist es auch schon. So, und damit das jetzt alles funktioniert, muss ich den Kindern nochmal ordentlichen Namen geben, R1, R2 und C. Und die Ströme zeigen nach rechts oder nach unten, so wie wir es gerade schon hatten, und in die gleiche Richtung zeigen natürlich die Spannungen und die Quellspannung hier. So, und jetzt kann man sich das halt irgendwie wieder so ein bisschen überlegen. Wir fangen einfach mit der Anfangsbedingung an. Wir sagen, das UC ist 0. So, wenn ich das UC weiß, was könnte ich als nächste Größe aus dem UC ausrechnen? Also ich würde sagen, relativ simpel, wenn ich diese Spannung hier weiß, genau, dann weiß ich auch sofort diese Spannung hier, weil die sind ja einfach die gleichen. So. Okay, jetzt weiß ich diese Spannung hier. Ich weiß, der Schalter ist jetzt auch schon geschlossen, der ist jetzt eigentlich schon zu. Ich weiß diese Spannung, weil das ist UQ. Was kann ich als nächstes ausrechnen? UR1. So, und UR1 ergibt sich wieder aus genau, UQ minus UR2. So, jetzt weiß ich hier die Spannung über diesen Widerstand, das ist das UR1. Was kann ich als nächstes ausrechnen? Genau, oder I1 sollte sich ergeben aus dem UR1 durch R1. So, dann weiß ich diesen Strom I1. So, jetzt wird es ein bisschen trickreich. Was kann ich noch ausrechnen? Ich kann diesen Strom hier ausrechnen, relativ problemlos. Ja, weil ich weiß ja halt die Spannung über diesen Widerstand schon. Also ich kann einfach die gleiche Gleichung nochmal hinschreiben. UR2 durch R2. So, und jetzt weiß ich den Strom und ich weiß den Strom. Genau, also können wir IC ausrechnen und IC müsste dann halt sein, genau, auch mit einem Minus, I1 minus I2. So, und dann weiß ich IC und dann können wir denselben Trick machen, den wir schon vorher bei der anderen Aufgabe gemacht haben. Wir können halt sagen, UC, das neue UC ergibt sich aus dem alten UC plus IC mal Delta T durch C, wenn wir wieder annehmen, dass das Delta T hier kleiner als das Tau ist. So, und da sehen wir, dass wir da auch jetzt gar nicht so wahnsinnig viel an diesem Skript halt vermutlich ändern müssen. Ja, ich habe das ja schon mal hier gerade unter einem neuen Namen abgespeichert. Also ich muss jetzt hier nochmal sagen, das ist jetzt R1, das ist R2. Das sollten 2 Kilo Ohm sein. So, dann können wir sagen, wir bauen uns mal hier solche Funktionen für eine Parallelschaltung, die von dem Widerstand R1 und dem Widerstand R2 abhängt. Und die ergibt sich halt so wie üblich aus R1 mal R2 durch R1 plus R2. So, dann können wir das Tau halt ausrechnen. Da steckt halt einfach parallel R1 und R2 drin, mal C. So, den Rest, das lassen wir so. Und stellen, packen, also machen daraus jetzt ein UR2. Also ich muss jetzt mal ein bisschen hier gucken, wie ich die Formel hinbekomme. Also ein UR2 von N ist genauso groß wie das UC von N. So, also die Anfangsbedingung. Die Anfangsbedingung steht hier. So, erste Gleichung haben wir da. UR2 ist das gleiche wie UC. So, dann ergibt sich halt die nächste.
UR1 ist UQ minus UR2. Dann I1 ergibt sich aus UR1 durch R1. So, die kann ich einfach kopieren und kann sagen, I2 ergibt sich genauso aus UR2 durch R2. Und IC, und da schreibe ich jetzt gleich hin von N, ne, zu dem gleichen Zeitschritt ergibt sich aus I1 von N minus I2 von N. So, und dann ist die letzte Gleichung bleibt wieder die gleiche, bloß dass jetzt halt nicht hier I steht, sondern IC. Und ich mache da mal noch ein großes C draus. So, und dann sollte das eigentlich funktionieren. Jetzt müssen wir nur noch hier unten in der Vergleichslösung, oder ich lasse mal vielleicht erstmal so die alte Lösung, um zu gucken, ob das halt passt. Mach das mal ein bisschen größer, klick mal auf Ausführen. Und dann ist in Zeile 25 irgendwo ein Fehler. Ach so, weil hier das halt jetzt nicht geht, dann muss ich das mal erstmal R1 nennen. So. Und dann sehen wir wieder, das ist die alte Lösung. Das ist die neue Lösung. Das gleiche, was wir gerade schon mal in dem LTSpice-Fensterchen hier auch gesehen haben. So, und dann passe ich nur noch hier den Rest an. Also hier müsste ein R2 durch R1 plus R2 stehen. Mal UQ, und hier muss jetzt eben ein Parallelschaltung stehen, parallel von R1 und R2 in der E-Funktion. Ja, das ist das, was wir hier gerade hier oben aufgeschrieben haben. Die Gleichung habe ich jetzt gerade übernommen. Da steht der Spannungsteiler, der hier unten steht. Hier steht die Parallelschaltung. So, wenn man jetzt auf Ausführen klickt und der Moment kommt, wo der Elefant das Wasser rauslässt, dann sieht man, das passt halt auch wieder. Ja, also diese beiden Kurven sind halt sehr dicht übereinander. Wenn ich hier reinzoome, dann sieht man da irgendwann einen Unterschied. Aber im Großen und Ganzen passt das ganz gut. Und das steigt jetzt halt am Anfang genauso steil an, geht aber nur auf 6 Volt hoch. Und deswegen ist die Zeitkonstante halt auch ein bisschen eine andere, ja, weil die Asymptote halt eine andere ist. So, und jetzt kann man letztendlich mit der Methode und mit dem Verfahren, also mit dem hier, mit dem LTSpice und mit der Rechnung von Hand, kann man andere Schaltungen berechnen, sollte eigentlich immer genauso funktionieren. Okay, also wenn ich statt CL wäre, dann ändert sich nur hier I von L, ist gleich Integral von. Genau, also wenn wir jetzt statt der Kapazität hier die Induktivität hätten, dann würde hier unten als sechste Gleichung jetzt stehen, UL von T ist L mal die I nach dt. Genau, genau, ja, ja, also an der, ne, also wenn ich jetzt, ich kann ja mal hier so ein bisschen rüber clearen, wenn ich jetzt hier eine Induktivität draus mache, dann würde halt hier stehen, UL von T ist, jetzt passiert hier schon wieder irgendwie komische Sachen, L mal DI, L würde ich das dann vermutlich nennen, nach DT. Ja, und dann kommt da halt auch schon eine andere Gleichung bei raus. Also ne, dann muss ich das ein bisschen anders einsetzen. Dann kann ich ja zum Beispiel das UL, kann ich ja jetzt nicht in den Knotensatz einsetzen. Jetzt müsste ich das UL eher hier oben in die Gleichung einsetzen. Aber ja? Das ist kein I, ja. Also dann steht das I halt nämlich an einer anderen Stelle. Dann kriege ich nämlich eher eine Differentialgleichung raus halt für das I zum Beispiel da hinten und nicht für das U. Ja, es ist immer schlau, die Differentialgleichung aufzustellen für die Größe, für die man auch die Anfangsbedingungen angeben würde. Also für die in der Ableitung halt drin steht. Ja, und weil ich hier in der Ableitung, die jetzt mein Zeichenprogramm hier nicht geschrieben hat, weil hier das I steht, würde ich eher eine Differentialgleichung für das I aufstellen und das I ausrechnen. Und wenn man halt am Ende das UL haben will, ja, kein Problem. Dann rechne ich erstmal das I hier aus. Ja, und wenn ich das habe, ist es ja kein Hit, das am Ende halt einfach auszurechnen.
Ja, also manchmal ist es schlau, die Differentialgleichung für eine andere Größe aufzustellen als die, die man eigentlich sucht, weil die dann einfacher zu lösen ist. Und wenn man die dann gelöst hat, ist dann am Ende relativ einfach, ist die gesuchte Größe halt noch auszurechnen. Muss man aber halt auch einfach vielleicht mal im Prinzip mal machen und mal ausprobieren mit so ein paar Schaltungen, um da so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ja, aber also man muss diesen Rechenweg mal ein, zwei, dreimal mal selbst gemacht haben, um da so ein bisschen confident drin zu sein, zu wissen, was man da tut. Und ich meine, am Ende ist es halt so wie immer. Also am Anfang ist ein bisschen Elektrotechnik, dann kommt halt viel Mathematik. Am Ende kommt wieder ein bisschen Elektrotechnik, wenn man es halt sich so darstellt und sich sozusagen überlegt, ob das halt so sein kann. Und gibt auch immer verschiedene Wege, solche Aufgabe zu lösen. Und also ja, manche Wege sind ein bisschen einfacher, manche Wege sind ein bisschen schwieriger und steiniger. Am Ende führen alle doch auf das gleiche Ergebnis. Man darf sich halt nicht zwischendurch verrechnen oder zu sehr verrechnen. Dann kommt halt irgendein Quatsch raus. Ja. Aber im Grunde, klar, ist das hier an der einen oder anderen Stelle schon mathematisch ein bisschen anspruchsvoller, aber im Grunde ist es auch keine Raketenwissenschaft. Also wenn man es ein paar Mal gemacht hat und ein bisschen Sicherheit entwickelt, kriegt man das schon ganz gut hin. Und in der, also was man ja halt hier irgendwie auch sieht, das wird ja sehr schnell sehr länglich, sage ich mal so, ne? Und in Prüfungssituationen jetzt in der Elektrotechnik ist man ja so ein bisschen unter Zeitdruck oder man soll halt unter Zeitdruck zeigen, dass man irgendwie so eine Aufgabe auch so ansatzweise irgendwie lösen könnte. Und wenn da jetzt so ganz, also wenn das kompliziertere Schaltungen sind in Prüfungsaufgaben, dann ist es halt meistens nicht die Aufgabe, diese Differentialgleichung zu lösen, sondern die halt einfach nur aufzustellen. Oder sich zum Beispiel zu überlegen, was wären denn sinnvolle Anfangsbedingungen, um dieses Problem halt zu lösen. Ja, und ich meine dann nachher im Prinzip eine Differentialgleichung in, das habe ich jetzt ja auch nicht gezeigt, das könnte man auch mal wunderbar zeigen, das mache ich im Mathematikvorkurs zum Beispiel, solche Differentialgleichungen in einem Computeralgebra-System zu lösen. Also es gibt ja auch, ne, nicht nur Tools wie MATLAB und Octave, die halt numerisch lösen, sondern es gibt ja auch Computerprogramme, die halt analytisch rechnen können, Computeralgebra-Systeme. Und denen kann man zum Beispiel solche Differentialgleichungen auch vorwerfen, hinwerfen und sagen, hier ist die Differentialgleichung, ja, das ist meine Funktion, das ist die Ableitung, das ist der Faktor davor, das ist der Faktor davor, das ist sozusagen die rechte Seite oder die hier in dem Fall die linke Seite des Gleichungssystems, der Differentialgleichung, löst mir mal diese Differentialgleichung. Und dann löst einem das Computeralgebra-System diese Differentialgleichung. Ja, muss man halt nur wissen, wie man dieses Computeralgebra-System bedient und wie man die Lösung, die da rauskommt, vernünftig interpretiert. Und dafür muss man halt mal bei so einfachen Beispielen das halt mal von Hand gerechnet haben, dass man halt weiß, ah ja, da kommt eine E-Funktion raus, ah ja, die hat halt diese Faktoren davor, ah ja, ich brauche halt sowas wie eine Zeitkonstante, ah ja, ich brauche halt sowas wie so eine partikuläre Lösung und so. Ja. Und wenn man halt im späteren Leben häufiger mal mit solchen Sachen zu tun hat, dann muss man sich damit beschäftigen. Aber ich sage jetzt mal so, für so Grundlagen Elektrotechnik ist das jetzt hier schon ganz ordentlich. Ne? Also wenn man das so ansatzweise verstanden hat, ist das schon, kann man sich schon stolz auf die Schulter klopfen und sagen, das ist schon nicht so ganz trivial, aber überkompliziert ist es halt eigentlich auch nicht.